CSU mit dem Titel Studierende finanziell entlasten, Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau wieder zu einem geeigneten Instrument der Studienfinanzierung machen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wenn Sie denn so weit sind, heute brauchen aber alle echt lange, ne? Das ist Advent. Im Advent wird man langsamer. Die Kerzen fehlen noch. So, bei der SPD-Fraktion wird noch eingerichtet. Dann, glaube ich, kann ich die Aussprache eröffnen. Und es beginnt Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Amtszeit von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat sich der Zinssatz des KfW-Studienkredits mehr als verdoppelt. Akt im Moment auf einen effektiven Zinssatz von 9,01%. Und man mag meinen, dass die Beschreibung allein schon ausreichen würde, um wirklich jedem hier die Tragweite des Problems vor Augen zu führen. Und man würde meinen, dass die zuständige Ministerin bei dieser Beschreibung sofort alle Hebel in Bewegung setzt, um den Missstand zu beenden. Aber man hat an der Stelle leider nicht mit der aktuellen Bundesregierung gerechnet. Die verweilt nämlich, und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit Monaten fröhlich in ihrer gemütlichen Beobachterrolle. Sie sagen zwar, dass die Zinsen durchaus zu hoch seien, und dann verstecken Sie sich hinter irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden, zum Beispiel, dass das leider nicht in Ihrer Verantwortung liegt. Es ist tragisch. Es ist tragisch, dass es die Unionsfraktion als Opposition braucht, um das Thema in den Mittelpunkt der politischen Debatte zu rücken. Und gerade die Studierenden mit Bestandsverträgen, also die, die in der Niedrigzinsphase die Verträge abgeschlossen haben, die sind noch besonders hart von den Erhöhungen betroffen. War die durchschnittliche Zinszahlung pro Darlehen vor dem Amtsantritt der Ampelregierung im Dezember 2021 bei 33,10 Euro, sind wir mittlerweile bei durchschnittlich 80,13 Euro im Monat. Die betroffenen Studierenden berichten davon, dass sie je nach Darlehenssumme teilweise 200 bis 300 Euro Zinsen zahlen müssen. Nur allein die Zinsen und überhaupt gar nicht mehr wissen, wie sie die enorme Last noch stemmen sollen. Allein die Höhe der Zinsen entspricht ja bald schon dem, was man normalerweise als Tilgungssumme hätte. Und ich muss mich an der Stelle schon fragen. Ich muss mich schon fragen, ob wir wirklich so mit den jungen Menschen in diesem Land umgehen wollen. Dass wir ihnen einen Kredit anbieten zu ihrer Studienfinanzierung, wo der Zinssatz doppelt so hoch ist wie bei einem normalen Immobilienkredit und bei dem man dann jedes halbe Jahr noch darum bangen muss, dass der nicht noch mehr in die Höhe schnellt. Als Unionsfraktion sagen wir Ihnen ganz klar, auf die Frage, nein, wir wollen das nicht. Und unsere Forderungen sind deswegen ganz klar. Erstens, die Ministerin muss den Betroffenen jetzt endlich helfen und muss sich endlich um dieses Problem kümmern. Und zweitens, die Bundesregierung muss darauf hinwirken, dass für bestehende genauso wie für neue Verträge eine feste Zinsbindung gelten wird in Zukunft. Und es ist ja nett, wenn die Ministerin sich bereits in Gesprächen befunden hat mit Vertretern der KfW. Am Ende zählen aber nicht die Gespräche, am Ende zählen die Ergebnisse dieser Gespräche. Und die Ministerin hat nichts, aber auch gar nichts in diesen Gesprächen erreicht. Sie hat darin versagt, den jungen Menschen in dem Land, die wirklich in existenziellen finanziellen Nöten sind, zu helfen. Und leider, das muss man auch so offen sagen, ist der KfW-Studienkredit nur ein Beispiel in der insgesamt durchaus ambitionslosen Halbzeitbilanz. Keine Ergebnisse beim Bildungsgipfel, langwierige Verhandlungen beim Startchancenprogramm, kein Bekenntnis zum Digitalpakt Schule, die qualitätsoffensive Lehrerbildung ersatzlos gestrichen, kein Gesetzentwurf beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kein Vorschlag zur strukturellen Reform des BAföG. Ich könnte noch ewig weiterreden, das lässt die Redezeit leider nicht zu. Die jungen Menschen in Deutschland haben ganz offensichtlich keine Lobby in dieser Bundesregierung. Und deswegen sage ich Ihnen deutlich, bitte ducken Sie sich nicht weg, übernehmen Sie Verantwortung, und zwar auch beim KfW-Studienkredit. Und der liebe Kollege Kaczmarek,
Sie haben selber Anfang November öffentlich gesagt, dass wir dringend eine Lösung brauchen. Ihre Forderungen decken sich mit unseren in diesem Antrag. Sie haben jetzt die Chance, dem zuzustimmen. Tun Sie das bitte im Sinne der jungen Menschen. Für die SPD-Fraktion erhält das Wort Dr. Lina Seitzel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Staffler, ich muss es leider sagen, es ist ja schön, dass Sie mit so viel Leidenschaft für die Interessen der Studierenden sprechen, aber Sie sind in dieser Frage einfach mal überhaupt nicht glaubwürdig. Es war doch die CDU/CSU, die in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, dass Studierende den Studienkredit aufnehmen sollen, wohl wissentlich, dass es einen variablen Zinssatz, dass es sich dabei um einen variablen Zinssatz handelt, und dass Sie nicht in der Lage waren, sich immer wieder geweigert haben, das BAföG stattdessen richtig anzupacken. Das waren doch Sie, die damals während der Corona-Pandemie mit Ihrer damaligen Bundesbildungsministerin Frau Karliczek gesagt hat, Sie möchten den Studienkredit öffnen. Unsere Position als SPD war damals zu sagen, das BAföG muss breit geöffnet werden, um Studierende in dieser besonderen Notsituation zu unterstützen. Damit konnten wir uns leider damals nicht durchsetzen. Sie sind in dieser Frage nicht glaubwürdig. Es ist natürlich, und da haben Sie an der Stelle recht, der hohe Zinssatz ist natürlich ein Problem. Eine nicht unerhebliche Zahl von Studierenden steht seit einiger Zeit vor einer herausfordernden Situation. Sie haben sich darauf verlassen, dass sie das Studium mit Hilfe des Studienkredits finanzieren können. Und jetzt mit dem Zinssatz auf aktuell 9%, da ist natürlich das Geld, das einem monatlich zur Verfügung steht, immer weniger. Dagegen steigt die Tilgungsrate entsprechend an. Das lässt sich alles erklären. Das ist das Ergebnis der insgesamt gestiegenen Zinsen, der Zinswende, die wir in Europa erleben. Der Studienkredit, also der Zinssatz des Studienkredits, setzt sich zur Hälfte etwa aus dem europäischen Referenzzinssatz Euribor heraus, und der ist natürlich gestiegen. Die andere Hälfte sind Verwaltungskosten und eben auch das Ausfallrisiko, weil Studierende im Vergleich zu anderen Krediten beim Studienkredit keine Sicherheiten oder Einkommen nachweisen müssen. Und dennoch, auch wenn der Kredit kostendeckend und ohne Gewinnorientierung ausgestaltet ist, besteht hier Handlungsbedarf. Das möchte ich gar nicht bestreiten, dass selbst die Studierendenwerke abraten, einen Studienkredit aufzunehmen. Das sollte uns und auch der KfW zu denken geben. Einsicht noch mal zu Ihrer Frage des Studienkredits und auch der Frage, was wir während Corona gemacht haben. Da muss ich einfach sagen, dass wir auch selbstkritisch mit den Erfahrungen der Pandemie umgegangen sind. Wir haben zu Beginn der neuen Legislatur des BAföG zur gemeinsamen Ampelpriorität erklärt. Wir haben noch im ersten Jahr zwei BAföG-Novellen verabschiedet und erstmalig einen Nothilfemechanismus im BAföG verankert, so wie wir es 2020 schon mal gefordert haben. Denn nun das beinhaltet, was wir eben damals nicht durchsetzen konnten. Statt Studierenden krisenbedingten Notlagen in weitere Schulden durch Kredite zu treiben, öffnen wir das BAföG. So kommt die Hilfe zukünftig schnell und unbürokratisch bei den Betroffenen an. Und noch ein Learning möchte ich Ihnen zum Schluss auf den Weg geben. Kredite dürfen immer nur der letzte Ausweg zur Studienfinanzierung sein. Das wirksamste Mittel zur Armutsbekämpfung unter Studierenden ist ein auskömmliches und modernes BAföG, das wieder mehr junge Menschen erreicht. Hieran arbeiten wir gerade in der Koalition unter Hochdruck. Und ich würde mich umso mehr über Ihre Unterstützung freuen, jetzt, wo Sie doch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Götz Frömming für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kollegin Staffler, vielen Dank für Ihren Antrag. Der ist ja verfasst, glaube ich, Anfang November. Mit Blick jetzt auf die aktuelle Haushaltskrise und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes müssen wir, glaube ich, gemeinsam feststellen, dass er
fast schon ein bisschen aus der Zeit gefallen wird, wirkt. Wir haben ja einen ganz ähnlichen Antrag gestellt. Nur das Problem Ihres Antrags und auch unseres Antrags ist es, um diese Probleme zu beheben, bräuchten wir eine Bundesregierung, einen Finanzminister, der noch überhaupt in der Lage ist zu agieren. Aber da sieht es ja im Moment ein bisschen düster aus, meine Damen und Herren. Allerdings, das Problem ist ja durchaus ein ernstzunehmendes. Ich erinnere mal an den Fall, der auch vor kurzem durch die Presse ging, einer alleinerziehenden Mutter, die zur Finanzierung ihres Studiums einen Kredit bei der KfW über 40.000 Euro abgeschlossen hatte. Und aufgrund der gestiegenen Zinsen sah sie sich plötzlich einem Schuldenberg gegenüber von sage und schreibe 90.000 Euro. Meine Damen und Herren, das halte ich schlichtweg für sittenwidrig, zumal es sich ja bei der KfW nicht um eine normale Bank handelt, sondern um eine Bundesanstalt öffentlichen Rechts, bei der übrigens Herr Lindner und Herr Habeck abwechselnd im Verwaltungsrat vorsitzen. Meine Damen und Herren, wenn wir mal zurückdenken, als Sie noch die jetzt regierenden Ampelfraktionen in der Opposition waren, FDP und Grüne, da haben Sie den Studenten ja geradezu das Blaue vom Himmel versprochen, dass mit Ihnen alles besser würde. Und wie sieht es jetzt aus? Nein, noch nie war die finanzielle Situation der Studenten in Deutschland so prekär wie unter der Regierung der jetzigen Ampel. Das müssen Sie einfach mal zugeben, meine Damen und Herren. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, na ja, was können wir denn dafür, dass nun eben mal die Mieten gestiegen sind, die Energiekosten gestiegen sind, Inflation und so weiter. Ich will Ihnen etwas sagen. Sie können sehr wohl etwas dafür, denn statt unseren Studenten zu helfen und beispielsweise die Zinssätze für KfW-Kredite weiterhin zu deckeln, so wie wir das bereits in einem Antrag gefordert haben, oder das BAföG auch mal der Inflation anzupassen, haben Sie sich entschieden, das Geld lieber für andere Dinge auszugeben. Ich darf daran erinnern, auch wenn Sie das nicht gerne hören wollen, Sie unterstützen lieber die Rüstungslobby, kaufen massenhaft Waffen für die Ukraine, Sie überziehen Russland mit Sanktionen, kaufen teures, schmutziges LNG-Gas statt günstiges Erdgas aus Russland und so weiter. Und Sie geben, last but not least, rund 50 Milliarden Euro im Jahr für Flüchtlinge aus. Übrigens, laut Experten des Deutschen Landkreistages belaufen sich die Kosten für die Versorgung allein eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings auf inzwischen mehr als 60.000 Euro pro Jahr. Meine Damen und Herren, das entspricht ungefähr den Kosten für ein gesamtes Studium. Das muss man sich mal vor Augen halten, wo Sie hier die Prioritäten setzen. Wir meinen, es sind die falschen. Zum vorliegenden Antrag der CDU noch einmal. Er geht in die richtige Richtung, aber er ist überhaupt nicht konkret genug. Sie sagen, die Ministerin solle sich kümmern und sich für ihre Sache einsetzen, schön und gut. Sie sagen aber nicht, wie sie das tun soll. Sie wollen eine feste Zinsbindung haben, ja, schön und gut. Aber was nützt das, wenn die Zinsen nun mal so hoch sind, wie sie sind, inzwischen ja über 9%? Dann nützt dann auch eine Zinsbindung nicht mehr. Wir schlagen hingegen vor, eine sozialverträgliche Obergrenze festzulegen und den Zinssatz entsprechend zu senken. Dafür muss man natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Herr Lindner wäre zuständig. Aber so, wie es aussieht, liebe Studenten, hat der Finanzminister für euch leider kein Geld mehr, weil die Ampel mit Geld nicht umgehen kann und uns trotz sprudelnder Steuereinnahmen in eine massive Haushaltskrise gesteuert hat. Daran können aber Wahlen etwas ändern. Denkt daran bei der nächsten Wahl. Ich danke Ihnen. Die nächste Rednerin ist Laura Kraft für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist und es nur noch Nudeln mit Ketchup gibt und sich Studierende überlegen müssen, ob sie lieber eine warme Wohnung wollen oder eine warme Mahlzeit in der Mensa, dann ist das kein Lifestyle von arm, aber sexy, sondern dann ist das ein Armutszeugnis für unser Land. In der aktuellen Krisenlage sind es besonders junge Menschen in Ausbildung, die besonders betroffen sind. Und die letzte Sozialerhebung, die zeigt doch, dass den Studierenden das Wasser letzten Endes bis zum Hals steht. Ein Drittel gilt als armutsgefährdet. Und der studentische Wohnungsmarkt, der wird immer teurer. Eine studentische Monatsmiete kostet durchschnittlich 410 Euro. Und das ist auch deutlich höher als der Satz, den wir dafür im BAföG vorgesehen haben.
Man müsste natürlich, statt mit Pauschalen zu arbeiten, was die Mietsituation angeht, eher auch auf die Verhältnisse vor Ort gucken und die berücksichtigen. Und man müsste sich da vielleicht auch eher am Wohngeld letzten Endes orientieren und eine Entlastung schaffen. Es ist doch so, die explodierenden Mieten und die Lebenshaltungskosten, die schränken doch auch die Chancen für die Studienplatzwahl bei den Studierenden ein. Und das ist sozial höchst selektiv. Es ist unakzeptabel, und es kann nicht sein, dass sich nur Studierende aus wohlhabenden Elternhäusern entscheiden können, wo sie studieren wollen, sondern diese Chancen, die müssen doch allen Studierenden zur Verfügung stehen, nämlich nach dem für sie passenden Studiengang an dem entsprechenden Ort auszuwählen und nicht danach, wie da die Mieten sind. Aber deswegen haben wir auch schon was auf den Weg gebracht, nämlich das Programm Studentisches Wohnen. Das ist da auch der richtige Ansatz, aber der wirkt halt natürlich jetzt nicht sofort, sondern es braucht Zeit. Und aufgrund der prekären Lage, wie wir sie jetzt vorfinden, ist es sogar dazu gekommen, dass sich Studierende vermehrt überlegen, ob sie überhaupt, also angehende Studierende, ob sie überhaupt studieren wollen, weil sie Angst vor Verschuldung haben oder dass sie sich das Ganze nicht leisten können. Und es ist sogar dazu gekommen, dass Studierende ihr Studium aktiv abbrechen, weil sie sich das Ganze nicht mehr leisten können. Und das können wir nicht akzeptieren. Hier müssen wir etwas tun. Und deswegen geht die Ampel da auch Schritte. Wir haben im letzten Jahr, im Krisenjahr, dafür gesorgt, dass wir mit zwei BAföG-Erhöhungen, zwei BAföG-Novellen, Entschuldigung, dafür gesorgt haben, dass sich die Situation unmittelbar schon zum Wintersemester für die Studierenden bessert, dass wir den Berechtigtenkreis ausweiten, und wir haben mit der Einmalzahlung akute Hilfe geleistet, und wir haben auch mit den Heizkostenzuschüssen eingegriffen. Und das war mehr als notwendig. Sie haben einen Antrag, liebe Union, Sie haben einen Antrag gestellt, um auf den Studienkredit von der KfW aufmerksam zu machen. Und naja, ich muss mal sagen, Ihr Antrag ist wie immer sehr dünn. Also er hat nicht mal ganz zwei Seiten. Ich bin ein bisschen da enttäuscht, dass es leider die Fraktion Die Linke nicht mehr gibt, denn die haben immer zur Sache eigentlich ganz gute, gehaltvolle Anträge mit auch wirklich konzeptuellen Vorschlägen vorgelegt. Und das haben wir jetzt leider nicht mehr, sondern Sie haben jetzt einmal auf eine Problemlage aufmerksam gemacht, die Sie selber damals mit gestrickt haben während der Pandemie, und dann haben sie sich wieder hingelegt, und das war's. Und das ist etwas enttäuschend. Was zeigt das Ganze unterm Strich? Kredite sind keine Lösung. Und warum haben Sie eigentlich damals unter Ihrer Regierung angefangen, diesen KfW-Studienkredit aufzubauen? Weil Sie eigentlich Studiengebühren wollten. Und ich muss Ihnen sagen, ich möchte keine angloamerikanischen Verhältnisse, wo man sich letzten Endes sein Studium nur nach den finanziellen Möglichkeiten der Eltern aussuchen kann oder sich bis unters Kinn letzten Endes verschuldet und seine Schulden dann noch abträgt, wenn man eigentlich schon längst wieder in der Phase ist, wo man mitten im Beruf stehen sollte und eigentlich seine Familie gründen möchte. Und das ist doch die aktuelle Situation. Und natürlich ist es auch völlig inakzeptabel, wie sich die Zinsen entwickelt haben. Und Sie haben natürlich während der Pandemie ein Instrument schaffen wollen. Das kann ich auch verstehen. Damals musste man ja eingreifen, um Studierenden einen Ausweg zu bieten. Und dann haben Sie gesagt, na ja, die sollen ja einen Studienkredit nehmen, haben die Zinsen runtergesetzt, und jetzt haben wir den Salat. Natürlich konnten Sie in der Union auch nicht wissen, dass wir noch mal in eine andere Krisensituation kommen würden, wo sich die allgemeine Zinssituation mit der Inflation so dramatisch verschlechtert. Aber Sie hätten doch einfach den Schritt gehen können, das BAföG zu öffnen. Das wäre doch ein adäquater Weg gewesen. Und Sie haben das nicht gemacht. Meine Kollegin Lina Seitzel hat es eben ausgeführt. Und jetzt sind die Studierenden in der Misere und haben das vorliegen. Und was brauchen wir letzten Endes? Studienkredite sind nur eine Lösung für eine Überbrückung. Sie sollten das letzte Mittel sein, und wir können uns auf die nicht verlassen. Wir brauchen aber eine adäquate Studienfinanzierung, die allen Studierenden, egal aus welchem sozialen Schichten sie kommen, egal mit welchem Hintergrund sie kommen, dass die gescheit ausfinanziert werden. Und deswegen brauchen wir endlich eine Strukturreform im BAföG, die diesen Namen verdient. Und dafür werde ich kämpfen. Dafür kämpfen auch meine Kolleginnen und Kollegen. Und damit müssen wir endlich anfangen. Es muss jetzt passieren, denn wir haben gerade die Situation akut vorliegen. Und das mit der Kreditsituation beim Studienkredit, da möchte ich noch eins sagen, liebe Union, Sie könnten auch Teil der Lösung sein. Denn im Verwaltungsrat sind Sie meines Erachtens ja auch mitvertreten. Machen Sie da Druck, sorgen Sie da auch dafür, dass vielleicht auch die KfW Lösungsvorschläge mit anbietet. Das fände ich angemessen in der derartigen Situation, wo wir gerade stehen. Und ansonsten Strukturreform BAföG, das müssen wir jetzt anpacken. Die Ministerin ist zwar nicht da, aber sie hört es bestimmt trotzdem. Also bitte.
Die nächste Rednerin ist Ria Schröder für die FDP-Fraktion. Der Anzug sitzt. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über die finanzielle Lage von Studierenden in Deutschland, und das ist gut. Denn junge Menschen, sowohl im Studium als auch in der beruflichen Ausbildung, kommen in politischen Debatten manchmal zu kurz. Nicht von uns, und da schließe ich normalerweise, die Stimmung ist schon ein bisschen aufgeheizt, aber da schließe ich auch neben der Ampel die Bildungspolitikerinnen und Politiker der Union mit ein. Denn wir haben zwar häufig unterschiedliche politische Lösungen, aber uns eint der Einsatz für junge Menschen in diesem Land. Und diese jungen Menschen, die haben häufig nur wenig Geld zur Verfügung. Das liegt ein Stück weit in der Natur der Ausbildung. Stichwort Dosenravioli oder Nudeln mit Ketchup. Deshalb sind sie aber von den gestiegenen Preisen, Energiepreisen, den hohen Mieten in den Städten, der Inflation auch besonders betroffen. Und aus diesem Grund haben wir, und da meine ich jetzt uns als Ampel und auch die Bildungsministerin Stark-Watzinger, eine Reihe von Maßnahmen zur Senkung der Inflation, aber auch zur Abmilderung von Härten, gerade für junge Menschen, bereits umgesetzt. Von den BAföG-Reformen, die wir gemacht haben, über die Heizkostenzuschüsse bis zur Einmalzahlung, die Erhöhung der Minijobs, die Erhöhung des Kindergelds bis zum Bundesprogramm Junges Wohnen und zuletzt das Deutschlandticket für die Studierenden. Wir sehen die Herausforderungen junger Menschen, und wir handeln entsprechend. Und deshalb nehmen wir auch die Sorgen derjenigen ernst, die zur Finanzierung ihrer Ausbildung einen KfW-Studienkredit aufgenommen haben und heute mit der Rückzahlung aufgrund der hohen Zinsen kämpfen. Das mag nur eine kleine Anzahl der Studierenden sein, etwa 2%, aber für die Betroffenen, da ist die Belastung hoch. Es gibt seitens der KfW Härtefallhilfen, Zinsstundungen, eine tilgungsfreie Karenzphase oder die Anpassung der Rückzahlung, aber klar, das schafft lediglich eine Verschnaufpause. Der KfW-Studienkredit hat massiv an Attraktivität eingebüßt. Das sehen wir auch in den Zahlen. Alternative ist für manche sicherlich der Bildungskredit, der vor allem am Ende der Ausbildung Finanzbrücken bauen kann und einen deutlich niedrigeren Zinssatz hat. Er ist aber leider nicht so bekannt wie der KfW-Studienkredit. Das ändert sich ja vielleicht auch durch die Debatte heute. Ich hätte den gerne gekannt, als ich zum Ende meines Studiums mitten im ersten Staatsexamen dann kein BAföG mehr bekommen habe und auf den KfW-Studienkredit zurückgegriffen habe. Die Eltern sind in Deutschland nach wie vor die wichtigste Finanzierungsquelle für Studierende. Und bei Bedürftigkeit, da haben wir das BAföG, das wir bereits reformiert haben und weiter reformieren werden. Aber was, wenn die Eltern nicht ausreichend helfen können oder wenn die Eltern nicht wollen, weil ihnen der Studiengang oder das politische Engagement der Tochter oder des Sohnes oder die Haarfarbe nicht passt? Familien können kompliziert sein, aber man will seine Eltern doch deswegen nicht verklagen müssen. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen Systemwechsel. Stellen wir das Studienfinanzierungssystem auf ein neues Fundament. Die Zinsentwicklung beim KfW-Studienkredit zeigt, wir brauchen endlich ein echtes elternunabhängiges BAföG. Als Volldarlehen, zinsfrei, als zweite Säule neben dem regulären BAföG. Damit wären die Studierenden, die heute unter dem KfW-Kredit leiden, gar nicht erst in dieser bedrückenden Lage. Dafür stehen wir Freie Demokraten. Und zum Antrag der Union. Ich habe noch anderthalb Minuten, aber die reichen ehrlicherweise für diesen sehr dünnen Antrag. Drei Gedanken. Sie haben erstens unter Annette Schavan ja den KfW-Studienkredit geschaffen und dabei auch festgelegt, die KfW muss den Kredit aus eigenen Mitteln finanzieren, ohne Zuschuss durch den Bundeshaushalt. Zweitens, Sie haben dann unter Anja Karliczek dafür gesorgt, dass viele Studierende im KfW-Kredit gelandet sind, weil sie nämlich in der Corona-Pandemie arbeitslos geworden sind und sie Studierenden das BAföG nicht geöffnet haben. So hat es nicht nur die SPD gefordert, auch die Grünen, die FDP und sogar die Junge Union. Also hören Sie doch auch mal auf die jungen Menschen in Ihren eigenen Reihen. Wir haben das inzwischen mit dem Nothilfemechanismus im BAföG geändert und für zukünftige Krisen des studentischen Arbeitsmarktes vorgesorgt. Und drittens, also Sie bieten wirklich in Ihrem Antrag überhaupt keine Lösung. Also das muss man wirklich sich mal reinziehen. Sie sagen, die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger möge sich kümmern. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Wenn Sie irgendwem erzählen wollen, dass Sie unser Land besser regieren könnten, dann führen Sie mit diesem Antrag den Gegenbeweis. Sie schreiben, unter Ihrer Ministerin Frau Schavan hätte die KfW 2008 den Zinssatz weniger angehoben als geplant.
nicht auf 7%, und das verschweigen Sie nämlich, sondern nur auf 6,5%. Ja, toll, also 0,5 Prozentpunkte. Ich habe Zweifel daran, ob das für die Studierenden die gewünschte Katharsis bringen würde. Sie sprechen außerdem von Immobilien- und Autokrediten. Dabei funktioniert der KfW-Kredit gerade ohne Sicherheitsleistung. Kommen Sie bitte zum Und ich Schluss. Bin sehr für Wohneigentum, auch für junge Menschen. Aber solange die noch keine Grundstücke haben, können sie auch keine Sicherheiten einbringen. Und entsprechend ist das fernab der Realität. Ihr dünnes Papier bringt uns nicht weiter. Lassen Sie uns lieber endlich das elternunabhängige BAföG einführen. Vielen Dank. Dr. Hermann Josef Tilbroke für die CDU-CSU-Fraktion erhält das Wort. Frau Präsidentin, verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Dass Bildung von zentraler Bedeutung für den Einzelnen und aber auch für die Gesellschaft und unsere Wirtschaft ist, ist, glaube ich, in dieser Runde unstrittig. Und unstrittig ist sicher auch, dass es Aufgabe des Staates ist, für geeignete Bildungsinfrastruktur zu sorgen und Instrumente bereitzustellen, damit Bildungsprojekte gelingen. So weit, so gut. Ein Instrument, wenn es um die Finanzierung von Studium geht, ist der KfW-Studienkredit. Ein Kredit neben anderen Finanzierungsquellen, ein wichtiger Baustein, der in bestimmten Situationen einen großartigen Beitrag leistet. Er ist ergiebig, er ist flexibel und vor allem ist er niederschwellig erreichbar. Frau Schröder, Sie haben das angesprochen, weil er auch verfügbar ist für Studierende, unabhängig von ihrem Einkommen, unabhängig vom Einkommen der Eltern und unabhängig von Sicherheiten. Aber es bleibt ein Kredit. Es ist ein Kredit auf der Kreditgeberseite mit Kosten verbunden, der Administration, des Risikos, aber auch der Refinanzierung und auf der Kreditnehmerseite beim Studierenden verbunden mit Rückzahlungs- und Zinsverpflichtungen. Ein Kredit. Unser Instrument ist ein Kredit. Und dieser Studienkredit hat sich lange Jahre großer Beliebtheit erfreut. Die Attraktivität des Instrumentes ist gegeben. Wir haben aktuell 40.000 Verträge in der Auszahlungsphase. Wir haben genauso viele in der Karenzphase und 180 laufende in der Rückzahlungsphase. Aber die Attraktivität nimmt ab. Und sie nimmt deutlich ab. Im aktuellen Jahr 2023 nur noch 10.000 Neuverträge. Die Frage, die für uns jetzt relevant ist, ist, unsere Frage ist, vielleicht ist es sinnvoll für die Strukturierung einer solchen Debatte, wenn wir den Studienkredit zum Thema machen, dass wir uns über den Studienkredit unterhalten, gerne in anderen Zusammenhängen auch über BAföG. Und jetzt komme ich auf den Studienkredit zurück, Herr Kollege, wenn Sie erlauben. Unsere Frage, die wir jetzt zu beantworten haben, ist erstens, was sind die Gründe, warum die Attraktivität abnimmt? Zweitens, was sind die Folgen, die wir vielleicht nicht akzeptieren wollen? Und drittens, was können wir unternehmen? Natürlich könnte man sagen, BAföG-Konditionen haben sich verbessert, deswegen weniger Kredite. Und Sie werden vielleicht zu Recht sagen, wir können die BAföG-Konditionen noch mal verbessern. Das könnte eine Antwort sein. Wir haben festgestellt, wir haben eine lange Niedrigzinsphase gehabt, in der die Kreditnehmer davon profitiert haben. Jetzt stellen wir fest, dass die Zinsen stark gestiegen sind. Und das trifft einige Studierende hart. Und darauf haben wir zu reagieren. Dieser Zinsschock ist auch ein Problem für das Instrument, weil er Studierende abschreckt, für die das Instrument vielleicht nach wie vor attraktiv und sinnvoll wäre. Und hier stellen wir fest, dass Evidenz fehlt. Es fehlt Evidenz, die zeigt, welche Bedeutung haben denn KfW-Studienkredite für die Entscheidung zur Aufnahme des Studiums? Welche Bedeutung für das Tempo des Studiums, für die Ergebnisse des Studiums? Haben wir hierzu Evidenz? Das würde ich gerne das Ministerium fragen und bekomme keine Antwort. Wir haben Verbesserungsmöglichkeiten. Wir könnten, und das ist ganz wichtig, die Kollegin Stadl hat es gesagt, wir müssen kurzfristig helfen den Studierenden, kommen Sie bitte zum die geschockt Schluss. Sind und überrascht sind. Aber wir diskutieren eine Zinsobergrenze, wir diskutieren vielleicht auch einen Teilerlass, aber immer im Rahmen des Instrumentes. Und wenn wir in der Auseinandersetzung mit der KfW, kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Ich komme zum Schluss, zu keinem Ergebnis kommen oder feststellen, andere Instrumente sind besser, dann ist es gut so. Aber wir erwarten eine systematische und intensive Beschäftigung mit dem Thema. Und das vermissen wir aktuell in diesem Ministerium. Und das beklagen wir. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Caroline Wagner erhält das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das Problem der gestiegenen Zinsen im KfW-Studienkredit beschäftigt uns ja schon seit mehreren Wochen, und es ist durchaus gut, dass wir es auch hier im Plenum behandeln. Die Problembeschreibung ist schon erfolgt. Zum 1. Oktober lag der Zins bei 9,01%, also sehr hoch. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, zum 1. Oktober 2021 lag der Zins noch bei 3,7%, und der Zins ist variabel, auch im Bestand. Die Belastung durch den Zins hat sich also vervielfacht und bringt damit Studierende in Not, die sich noch zu auskömmlichen Zinsraten für diese Finanzierungsform entschieden haben. Es ist allerdings auch sehr bedauerlich, dass Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der Union, hier versuchen, mit Geschichten aus 2008 und der Ministerin Schawan Punkte gegen die Koalition zu sammeln. Denn wer hat denn den KfW-Kredit zu einem zentralen Instrument für Studierende in der Pandemie erhoben? Wie kam das denn? Ich will Ihnen mal eine Geschichte aus 2020 und 2021 erzählen. Eine Geschichte, die die Studierenden betrifft, deren variable Zinssätze heute durch die Decke gehen. Das ist nämlich auch eine Geschichte der Ministerin Karliczek, deren Rolle in dieser Sache Sie seltsamerweise aber in Ihrem Antrag überhaupt nicht erwähnen. Die SPD-Fraktion hat damals bereits gefordert, das BAföG zu öffnen und überhaupt die BAföG-Trendwende einzuleiten. Und vor dieser Aufgabe stehen wir heute erneut. Und warum? Weil mit Ihnen in dieser Sache nichts zu erreichen war, gar nichts. Sie wollten das einfach nicht angehen, und das ist die Wahrheit. Die damals getroffenen Maßnahmen, also die Nothilfen und die Stellung der KfW-Kredite als zinsfrei bis Ende 2021, waren an und für sich nicht verkehrt. Sie hatten aber einen Mangel. Sie wurden aufgrund der Blockadehaltung der Union zu einem Hauptinstrument neben dem BAföG und hätten richtigerweise nur eine flankierende Maßnahme zum BAföG sein dürfen. Diese Erhöhung der KfW-Studienkredite damals wurde durch Aussagen ihrer Ministerin Karliczek noch untermauert. Sie bezeichnete die KfW-Kredite als, Zitat, durchgängig verfügbare zweite Komponente der Überbrückungshilfe für Studierende. Damit mussten Studierende den Eindruck vermittelt werden, es handele sich um ein Förderinstrument des Bundes. Und diesem Eindruck können heute Erklärungen der KfW, es handelt sich um, Zitat, keinen klassischen Förderkredit, nicht mehr sinnvoll entgegentreten. Ferner ist Ihre Forderung nach der Herstellung fester Zinssätze geradezu höhnisch, liebe Unionsfraktion. Denn Ihre Ministerin hat den Zins auf Null gesetzt, sich beim BAföG quergestellt. Und um den variablen Zins haben Sie damals aber ja genau gewusst. Warum haben Sie denn damals keine anderen Vereinbarungen mit der entsprechenden Institution ausgehandelt und hier vielleicht eine feste Zinsbindung festgeschrieben? Die Entscheidung, Kredite mit variablen Zinssätzen zu einem zentralen Instrument der Krisenbewältigung für Studierende zu erheben, die wurde von der Unionsfraktion getroffen durch Ihre BAföG-Blockade in der letzten Wahlperiode. So viel zu Ihrer Rolle in der Vergangenheit. Und jetzt haben wir durch den jahrelangen Reformstau aus 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung, wie an so vielen Stellen, und ja, getroffene Hunde bellen und jaulen, das weiß ich, ein in die Zukunft gerichtetes Problem, nämlich die Frage, wie sollen Menschen mit nicht ausreichend finanziellen Spielraum ihr Studium finanzieren? Und die Antwort lautet, wir schreien es Ihnen jedes Jahr erneut entgegen, früher wie heute und morgen über das BAföG. Wir werden als Ampel endlich eine Strukturreform vorlegen und auch an die Regelsätze rangehen. Kredite dürfen immer nur eine Nebenrolle spielen. Das zweite Problem sind bereits abgeschlossene Verträge. Und ich appelliere an die Kolleginnen und Kollegen im Parlament und Regierung, gemeinsam auf die KfW einzuwirken und eine Lösung für den Bestand zu entwickeln, die den Bundeshaushalt nicht unmittelbar belasten. Denn das gehört zur Wahrheit auch dazu, wenn Sie noch mal zuhören. Dass ausgerechnet die Union hier offenbar nach Mitteln aus dem Bundeshaushalt schreit, um die Zinsen im KfW-Studienkredit auszugleichen, gleichzeitig sie aber an allen Kommen Sie bitte zum Schluss. Gegen Finanzspielräume zur Modernisierung dieses Landes kämpfen, die Schuldenbremse nicht reformieren wollen und Sozialleistungen abbauen wollen, das ist schon von besonderer Dreistigkeit. Vielen Dank. Und das Wort erhält die fraktionslose Abgeordnete Nicole Gohlke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW Bank, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die zu 80% im Besitz des Bundes ist, die sich laut eigenem Anspruch zu sozialer Verantwortung bekennt. Diese KfW Bank, man kann es nicht anders sagen, zockt ihre Kundinnen und Kunden ab, besonders die Studierenden. Viele tausend, vor allem junge Menschen, müssen mittlerweile horrende Zinsen bedienen. Die meisten zahlen mehr als 7% Zinsen, viele mehr als 9%. Vor 5 Jahren musste man im Schnitt noch knapp 32 Euro Zinsen pro Monat zahlen. Heute sind es sage und schreibe über 80 Euro. Es ist krass, während die KfW in diesem Jahr einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro eingefahren hat, kassiert sie bei denen ab, die sich mit dem Studienkredit ihren Studienwunsch ermöglichen wollen. Die Verbraucherzentralen warnen mittlerweile vor diesen Wucherkrediten. Und ich finde schon, dass die Bundesregierung das politisch zulässt, ist einfach ungeheuerlich. Es liegt auf der Hand, was jetzt politisch zu tun ist. Erstens, es braucht sofort einen Zinsdeckel. Und zweitens, und das geht natürlich auch an die Adresse der Union, der KfW-Studienkredit ist kein, ich wiederhole, kein angemessenes Förderinstrument zur Studienfinanzierung. Es braucht ein Instrument, das den Studierenden hilft, ihr Studium halbwegs sorgenfrei zu absolvieren und nicht lebenslang zum Albtraum werden zu lassen. Es braucht eine echte Reform des BAföG, ein BAföG, das alle Studierenden erreicht, die es benötigen, das armutsfest ist und das vor allem keine Schuldenfalle ist. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist Holger Mann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will zunächst mal sagen, auch ich bin ein bisschen schockiert, dass die Union hier einen Antrag hinlegt, der sehr dünn ist und an 2 Punkten nur fordert, die Bildungsministerin soll mal was tun. Und im 2. Punkt, wo es, da muss ich meiner Kollegin Schröder widersprechen, tatsächlich mal konkret wird, darauf verweist, dass man eine feste Zinsbindung einfügen soll und im Antrag dann Frau Schawan hochjubelt. Ich will deswegen einen kurzen Blick zurück machen. Als Frau Schawan das getan hat, hat sie erreicht, dass die Zinsen um sage und schreibe 0,5% abgesenkt wurden. 0,5%. Und das für einen sehr kurzen Zeitraum, weil kurz danach fiel der Euribor auf ein Alljahrestief unter 2% ab. Auf gut Deutsch, es war eine Lösung schon in angesichts einer sich rasant vollziehenden Zinsveränderung. Wenn man solche Bedingungen hat, kann man natürlich aus dem Vollen versuchen, das zu machen. Insofern bin ich dankbar, dass Herr T. Brugge mal versucht hat, ein bisschen eine Analyse zu machen. Und da will ich sagen, im Moment ist es eine schwierige Situation. Wir sehen die Probleme und deswegen wäre eine realistische Beratung, dass man den Studierenden sagt, schaut, ob ihr jetzt umschulden könnt, nutzt Bildungskredite, nutzt die Stundung, nutzt auch das BAföG, wenn ihr in dem drin wart. Dort kann man auch eine Verlängerung beantragen. Und ich bin auch dankbar, dass hier die Studierendenwerke tätig sind, um erst mal über diese Hochzinsphase drüber zu kommen. Und ich könnte jetzt weiter sachlich argumentieren, aber ich will 2, 3 Punkte schon sagen, weil das ist mir hier in der Debatte aufgefallen. Zum einen versuchen Sie hier von der CDU tatsächlich, uns dafür haftbar zu machen, dass Ihr KfW-Modell an seine Grenzen gekommen ist. Und das finde ich, also gelinde gesagt, unlauter. Nein, Sie müssen schon zugeben, das hat die Kollegin hier schon herausgearbeitet, dass Sie die Risiken viel zu lange ausgeblendet haben und nicht wenige bei Ihnen noch lange Zeit von Studiengebühren oder Konten geträumt haben. Das Zweite ist, was auch ein Widerspruch ist, und das hatten wir im Ausschuss schon, gerade in Richtung Opposition. Sie fordern hier mehr Haushaltsmittel ein, und zwar nicht im geringen Bereich. Und umso mehr Debatten ich von Ihnen als Bildungspolitiker höre, umso mehr wundere ich mich, woher Sie die nehmen. Im letzten Ausschuss waren es Milliarden für Kernfusion, KI und anderes. Und gleichzeitig frage ich mich, ob Sie das noch mit Ihren Haushalten rückkoppeln. Gerade erst in der letzten Debatte hat Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Merz, wieder gefordert, dass es doch ein leichtes sei, 60 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rauszuschöpfen. Aber Sie fordern hier wieder mehr Mittel. Und da muss ich schon sagen, da passt irgendwas nicht zusammen. Da passt was nicht zusammen. Sie fordern hier A, wie Ausgaben reduzieren, K, Kredite tilgen, aber dennoch Investitionen und hier in diesem Falle auch konsumtive Mittel auszuweisen. Und jetzt auch noch Wahlkreisprojekte von Herrn Merz nicht zu vergessen, die Zinsen zu stützen. Da muss ich schon sagen, wenn Sie die FDP-Ministerin kritisieren, der kann man das nicht vorwürfen. Die sagen zumindest, wenn Ausgaben kürzen, dann kann ich B auch keine Bildungskredite stützen. Diese Position teile ich nicht, aber die sind da wenigstens konsequent. In diesem Sinne, lassen Sie uns an einer echten Bildungs- und Studienreform arbeiten. Das BAföG steht dafür zur Verfügung. Und wenn Sie Ihre Erkenntnisse da einbringen, werden Sie uns dabei unterstützen. Dankeschön.
Und die letzte Rednerin in dieser Aussprache ist Monika Grütters für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich studiert man, um später einen guten Job zu finden. Doch immer mehr Studierende müssen heute einen guten Job finden, um studieren zu können. Stöhnte jüngst ein Betroffener. Gut, dass wir hier wenigstens einmal darüber sprechen, wie schwer es geworden ist, in Deutschland als Studi, das muss man ja ehrlich zugeben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Steigerung der Lebenshaltungskosten ist ja für uns alle ein Problem, um wie viel mehr also für Studierende. Das Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung beziffert in seiner 22. Sozialerhebung in diesem Jahr den monatlichen Bedarf für Studierende auf 1.200 Euro. Am meisten schlagen die irren Mieten zu Buche. München mit 720 Euro, Berlin 640, Frankfurt, Hamburg, Köln 550. Der rechnerische BAföG-Anteil für die Miete von 360 Euro reicht in 72 Städten nicht mehr aus. Das gilt dann für ca. 80% aller Studierenden. Aber da uns die jungen Leute ja gerade auch der akademische Nachwuchs so wichtig ist, gibt es halt die vielen Förderinstrumente wie BAföG, wie die KfW-Kredite bis hin zu Stipendien. Das alles übrigens nicht als Almosen, sondern weil dieser Nachwuchs unser aller Zukunft sichert. Und deshalb trägt der Staat aus Überzeugung ja auch dazu bei. Das BAföG passen wir ja immer wieder an. Ich muss die Diskussion nicht wiederholen. Mehr oder weniger großzügig, mehr oder weniger erfolgreich. Erfolglos, leider, hat die derzeitige Bildungsministerin mit der KfW die Notlage der Studierenden verhandelt. Das ist bitter. Aber selbst da, wo sie handeln könnte, wo sie selbst und allein entscheiden könnte, selbst da hilft sie ja auch nicht. Zum Beispiel, Herr Mann, auch bei den Stipendien in der Promotionsförderung der 13 Begabtenförderwerke. Seit 2016 ist das nicht erhöht worden. Zum Glück hat der Alarm der Förderwerke dazu geführt, dass das jetzt gemacht wird mit lächerlichen 100 Euro im Monat. Das dann immerhin auch in den nächsten 2 Jahren. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Das BMBF schreibt ja, es muss aus dem Zitat bisherigen Korridor der Promotionsförderung finanziert werden. Heißt, die Förderwerke müssen das selbst aus eigener Kraft und aus dem bisherigen Budget finanzieren. Da gibt es kein zusätzliches Geld für die jungen Leute. Nein, hier doch nicht. Was nicht weniger heißt als, die Zahl der Geförderten muss reduziert werden. Knapp 20% weniger Promotionsstipendien werden es sein, was bei derzeit 4.000 ein Minus von 600 bis 800 Personen ist. Wie hilflos beim Verhandeln der KfW, wie kleinlich bei unseren Stipendien und wie ignorant gegenüber unserem wissenschaftlichen Nachwuchs, gegenüber unser aller Zukunft ist dieses Ministerium eigentlich. Sollte uns allen der akademische Nachwuchs nicht viel mehr wert sein, wer, wenn nicht diese, ich nenne sie mal so, geistige Avantgarde, soll unser Land eigentlich einmal gestalten? Kommen Sie bitte zum Schluss. Wir sollten Sie ermutigen und Ihre Forschung unterstützen und nicht schon am Start Ihrer Laufbahn kleinlich mit Ihnen sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe damit die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19254 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6 sowie Zusatzpunkt 10. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Selbstauflösung.